Hi Leute und herzlich willkommen hier zurück auf der Schattenbach. Joa, im letzten Video haben wir Silo eingefahren. Offscreen habe ich es noch fertig gemacht. Können wir mal hinlaufen. Das hat sich gut gefüllt. Wir sind jetzt um die 90.000 Liter im Silo. Da unten ist es. Ist halt relativ flach und relativ lang gezogen, ne? Aber es wird schön. Und dann habe ich vom Nachbar, also der Nachbar hat mich angerufen, ob ich Hackschnitzel haben möchte. Ich habe gesagt, na klar, ne? Jetzt Hackschnitzel fahren, dann noch ein bisschen was für die Hackschnitzelheizung. Aber da habe ich schon mal offscreen angefangen. Wir machen das jetzt fertig. Ist nicht mehr so viel. Wir haben jetzt, ich habe jetzt den kleinen 633 geholt mit dem Wengeleerhänger und der Nachbar hatte seinen Liebherr-Radlader zur Verfügung gestellt für den Rest hier noch. Also fangen wir direkt mal an mit der Timeless. Bis gleich. Don't you think we're done? Don't you think we're done? Don't you think we're done? So, der letzte Anhänger ist auch da. Jetzt hole ich gerade noch den Radlader. Schauen wir das mit dem Rad, also mit dem Radlader geht ja schneller, ja. Ja, schnell die Heizung zu Schaufel anstatt hier mit unserem kleinen Lader. Ich bin begeistert von dem, muss ich mir ganz ehrlich sagen. Der möchte ihn auch, glaube ich, bald abdrehen. Haben mir mal gesagt, weil er einen größeren braucht. Der hat hier so nebenbei ein bisschen kleines Kieswerk und ganz Quatsch. Deswegen hat er den. Macht nebenbei noch ein bisschen Waldeinsatz, ne? Und der gefällt mir wirklich von der Größe her. Nicht zu groß, nicht zu klein, Euroaufnahme, was gut ist. Aber das Problem ist, ich möchte noch einen Schlepper. Noch einen größeren. Finanziell sieht das nicht so gut aus. Entweder muss er ihn günstig hier abtreten, was eine Sache ist, oder der Schlepper muss gut gebrauchter sein. Und zwar wirklich gut und günstig gebraucht. Müssen wir uns mal überlegen. Das mit dem Schlepper,
Das ist schon länger in Planung. Dafür geht aber einer weg. Der kleinste. Nämlich die kleinen Arbeiten kann der 633 auch machen. Deswegen. Irgendwie so John Deere oder sowas kommt in die Richtung. 6 oder 5M. Irgendwie sowas. Oder wir gehen auf Deutz, auf so einen Agrofarm oder was das ist. Aber wenn ich dann auf Deutz gehe, muss es dann stufenloser immer sein, also ein TTV. Oder man geht Richtung Case Luxum, Westrum, Farmal. Oder wir gehen mal zu den blauen oder weißroten zur Steyr oder New Holland. Mal gucken, was die haben. Nämlich den John Deere, den ich hier Probe gefahren habe, den 100, das war 30R, glaube ich. Der ist zu groß. Der ist viel zu groß. Und der ist auch zu teuer. Wenn, dann wird es, glaube ich, eher ein M. Weil der günstiger ist. Fendt ist schon mal ganz raus. Hier, wie gesagt, Massey Ferguson könnte ich mir mal angucken. Obwohl weiterer wäre auch mal was Interessantes zu fahren. Aber wenn, dann müsste es ein G sein oder ein A. Bei mir. Von der Größe her. Weil mit dem N brauche ich ihn nicht rumfahren. Oder es wird irgendwas Altes, Großes, aber darauf möchte ich nicht. Möchte ich lieber mal was Modernes noch fahren. Aufpass auf den Anhänger. Der Anhänger ist jetzt leicht überladen, aber ich glaube, ich lasse die Hackschnitzel noch drauf, weil dann kann ich die ins Trockene fahren. Aber ich habe auch mal die Mulde inseriert. Die Metetech. Ich benutze die im Moment so wenig und sag ich mal, ich brauche keine große Mulde mehr. Ich habe meine Drehschirme, die reichen. Und ich habe hier noch die Mengele. Ich habe ja zwei Drehschirme, einmal den in der Halle und einmal hinter der Halle noch eine. Das reicht ja. Nämlich, es macht keinen Sinn, noch die Mulde zu haben. Also er ist ja keine Mulde, er gesagt, der Tandemkipper. Hauptsache, es kommt mal bald ein vernünftiger Schlepper. Noch Hof. Aber wie gesagt, ich bin vom Lader angetan, den kann ich auch mit in den Wald nehmen und alles. So voll. Vielleicht baller ich noch den anderen Anhänger voll und stelle ihn mit in die Halle. Hackschnitzel können ja ein bisschen auch nass werden, aber trotzdem müssen sie ja nicht. Das müssen sie wieder trocknen. Hauptsache, das ist jetzt mal geladen, ne? So. Vergesse. Zack.
Ich müsste mir mal einen Preis einholen für den Liebe und mal verschiedene Preise von Gebrauchtschleppern. Müssen ja nicht neu sein. Aber wenn ich mir einen neuen Schlepper hole, entweder wird das dann. Also einer mit einem schönen kleiner Wendiger mit Frontlader, mit ordentlich Leistung, oder der hat keinen Frontlader und dann hole ich mir aber hier so einen Radlader, so einen großen. Weil irgendwie müssen wir das ja ein bisschen mal machen. Aber die kleinen Schlepper, also hier die kleinen, die ich jetzt noch habe, werden aber nicht verkauft. Außer jetzt hier 353, weil der wirklich. Den kann ich meistens nur noch vom Wender fahren. Und Düngerstreuer und Spritze würde er ja auch noch gehen, aber trotzdem. Dann fahre ich lieber einen 633, weil der ein bisschen mehr Dampf hat. Dann fahren wir den gleich noch zurück zu ihm nach Hause. Dreckig geworden ist er ja nicht. Ich würde ihn so perfekt nehmen mit der Schaufel und alles, passt ja auch super dahin. So. Aber ich, wie gesagt, ich hole mir Preise ein. Dann haben wir jetzt erstmal unsere Arbeit getan für dieses Jahr, landwirtschaftstechnisch. Forstwirtschaft könnten wir noch ein, zwei Bäume rausrücken. Also ich habe schon Polder gemacht, mal nochmal so zwischendurch. Müsste man dann nur heimfahren. Aber das ist ja kein Problem. Machen wir dann mal zwischendurch. Das Ding ist auch super gut ausgestattet, ne? Ich finde das Ding auch schön. Wir sehen uns gleich am Hof wieder. So, wir sind wieder da. Jetzt müssen wir mal gucken, wo wir sie reindrücken. Die Luke machen wir mal zu, Energie sparen. Den könnte ich mal rausholen. Den muss ich mal hinten in die Halle stellen. Dax mal hier rüber holen. Ich war auch am überlegen, wenn man dann einen Frontlader oder sowas hat, einen Euro-Frontlader, ich hier den Frontlader abbauen von Höker. Den Klinklader, den braucht man ja dann nämlich. Muss ich nicht bei mir totgammeln. Wir sehen uns wieder, wenn ich den rausgeholt habe, ne? So, jetzt der kommt wieder hinter die Halle, habe ich mir jetzt gesagt. Weil hinter der Halle ist gut genug für den. Die Jagdschnitze werden ja auch nicht so nass. Weil hier ist ja ein bisschen Vordach noch. Und mit dem Hoflader bin ich halt wendig, ne? Stark sei jetzt hinterm Hoflader zu koppeln, ist halt ein bisschen bescheuert, ne? Der kommt wieder auf seinen altbewährten Platz. Übrigens habe ich die breiten Schlappen jetzt noch drauf gelassen. Der steht jetzt nämlich stabiler ein bisschen und den Kurven nicht so anfällig. Der kommt nämlich jetzt hier hinten hin, der Kipper. Nämlich der ist noch wesentlich besser vom Zustand her wie der andere. Und der Anhänger war jetzt hinten drin, das letzte.
Aber die ältesten Hackschnitzel, die haben nämlich noch, dann noch, also waren über ein Jahr alt da noch am Liege. Bevor ich jetzt mir einen kleinen Häcksler noch vom Nachbar ausleihe, hat er mich, also habe ich gesagt, dann hole ich die. Dann kommen meine nämlich ins Sägewerk und werden zu Brettern verarbeitet. Meine Holzstämme aus dem Wald. Finde ich schöner und qualitativ hochwertiger. Das kleine Zeug kann man häckseln, ja, aber nicht so große. Ist zu schade für. Danach wird er auch hier mal gewaschen. Der sieht ja aus wie Sau. Und ich habe mich mal nach einer Verdeckung geguckt, wie hier den. Findet man aber nichts Schönes. Im Moment. Muss ich noch mal gucken. Jetzt sieht er mal wie sie weniger, also ein bisschen noch schick aus, ne? Man muss ja so. So kann man ja nicht rumfahren im Ort. Jetzt sieht er wieder schick aus. Der kommt wieder in die Werkstatt. Den anderen Anhänger habe ich hinten hingestellt, nämlich der wird bald verkauft. Also das Getreide ja so gesagt, der Anhänger nicht. Aber apropos Anhänger, den anderen Anhänger müsste ich mal zum Händler fahren und schätzen lassen. Was der mir dafür gibt oder ob mir, also ich habe den ja inseriert, ob da mir jemand mehr gibt für. Hier der Tor noch zu. Ja, Mu. Ja. Mehr können wir jetzt heute nicht mehr machen. Da ist nämlich noch die. Der Weizen drauf. Von der Ernte. Der muss verkauft werden noch. Und den hier muss ich auch mal inserieren. Für den kriege ich aber noch was Ordentliches. Der ist ja so gut im Zustand. Den habe ich ja noch restauriert gehabt. Weil Siloblock schneller bleibt hier. Wie gesagt, ich gucke mich mal um. Vielleicht finden wir ja was. Vielleicht hat der Händler ja auch ein, zwei Gebrauchte da stehen. Mal gucken. Also, bis gleich. So, wir sind jetzt am Händler mal gewesen. Ich habe drin mal geredet. Das hier sind jetzt sage ich mal, seine vier Junggebrauchten, die hier stehen, als Gebrauchtmaschinen. Der John Deere, den er hier als Vorführer hatte, den ich mir mit dem Strieg immer vorgeführt hatte. Der steht jetzt im Moment im Ausleiher, ja. Aber ich habe jetzt mal die Schlüssel von alle bekommen. Ich kann mir sie mal angucken. Case ist halt fahr mal 90C, gibt es ja noch größer, ne? Und Probefahrt darf ich machen, hat er wohl gesagt. So. Ausgestattet ist ja gut, ne? Gangschaltung, ne? Aber so von der Größe wird er mir auch gefallen, ne? Haben sie immer noch nicht Berufe. Aber der hat volle Hütte. Also interieurmäßig. Warte, kann ich auch vorstellen, ist gut. Das Funkgerät. Hat dabei. Ich tue mich mal ein bisschen weiter nach vorne mal.
Also, gefällt mir schon, ne? Ist halt ein Case, ne? Ist halt Qualität. Größentechnisch passt er ja super hin, weil er sehr kurz ist. Ja, aber wie gesagt, muss ich mir überlegen. Nämlich da steht der 5M, der ist eigentlich auch gar nicht so schlecht. Der hier wird halt besser in die Flotte passen, weil der rot ist, ne? Rot und rot harmoniert ja besser. Und so ein grüner mit gelben Felgen sieht da eher ein bisschen drin beschissen aus. Ist halt so. Was war da denn für ein Schlagloch? Ach du Scheiße. Man sitzt gerade wieder hinter vorn. Der ist schön. Der ist schick und schön. Weiter geht's hier. Der hat auch volle Hütte, außer am Frontlader, ne? Ich direkt mal hinten die Heckscheibe auf. Machen wir die gleiche Teststrecke, kommen. Das ist auch flott. Aber fährt auch nur die 40. Reicht ja eigentlich auch. Mein IA läuft schneller. Nee, ich habe ja auch am Getriebe, was ihr bastelt, aber. Der ist auch schick. Aber mich tönt gerade mehr der Dings an. Der Case. Vielleicht kriegt er. Ich habe auch mal Interesse an Unionen und alles angemeldet, ein T5 oder sowas. Er hat gesagt, der schaut sich um. Oder der wird mal im Vorführer oder genauso wie mit dem West rum. Und Steyr Multi wollte er mal gucken. Massey Ferguson kriegt da erst also Ende dieses Jahres noch einen rein. Muss ja gucken. Spätestens bis nächstes Jahr mal in eine grobe Richtung wissen, wo ich hin möchte. Leben ist halt was Älteres, ne? Was wir uns jetzt angucken. Ich wollte ihn eigentlich wegmachen. Geht aus, ja. Ja, ne? 50er, ne? Sound hat er. Seit ein Alter, ne? So schlecht gefällt er mir. So schlecht finde ich ihn nicht. Der gefällt mir auch. Ist halt ein bisschen. Ich würde sagen, zu overpowered vielleicht für uns. Weil die Kiste hat Leistung. Die Kiste hat wirklich Leistung. Wenn man Größenverhältnis mal guckt zu den anderen zwei, der ist ja fast doppelt so groß.
Ja, man muss googeln. Man muss googeln. Deswegen gucke ich mir sehr an. Vielleicht kommt ja noch mal ein anderer noch rein. Vielleicht macht der das ja aus. Wir gucken jetzt die nächsten Tage mal. Immer zwischendurch hier vorbei. Ich gucke ein bisschen auf hier eBay Kleinanzeigen und so rum. Jetzt gehen wir mal zum brandneuen. Der ist wirklich neu, der ist ja frisch aus der Lade. Und stufelos. Das ist ja auch geil, ne? Autopower. Schönes Autopower-Getriebe. Hat auch ein bisschen Leistung. Um die 100 PS. So wie alle. Obwohl der eine John Deere war ein bisschen stärker motorisiert. 130, glaube ich. Aber der läuft schön. Der ist sogar Drehzahl reduziert. Also reduziert er, so gesagt, er reduziert eher die Drehzahl. Und der läuft 46. Ist ja eigentlich mit 40 angegeben, aber läuft 46 auch super. Wie gesagt, müssen wir sich mal angucken. Wenn wir uns gleich mal einen Katalog angucken. Der Deutz Agrofarm hat er bei sich im Katalog, der steht ja auch bei ihm im Ausleiher. Der Agrofarm ist halt ein Deutz, ne? Ja, schön. Das ist wirklich schön. Gerade ein Katalog. Hier ist halt der Case, den wir gefahren sind, den fahr mal. Den kannst du halt auf 100, 120 PS fast hochpumpen, ne? Aber so viel brauchen wir ja nicht. Brauchen 190 oder so, ne, 90 oder 100. Der wäre noch interessant für uns. Aber der ist noch interessanter, finde ich. Der hat eine schönere Größe. Klar, das könnten wir uns nochmal angucken, den 400er, der Arion. Deutsch, wie gesagt, die Agro Farms. Hier nehme ich die 6er, die sind mir zu groß schon. Das überspringen wir. Dann die. Das wäre hier noch was, aber der ist ja eigentlich auch schon ein kleines Tick zu groß. Der 110M. Den haben wir uns angeguckt. Den haben wir uns angeguckt. 6330 wäre noch was. Ne? So eine Größe. Aber dann müssten da Breitreifengewichte und den ganzen Quatsch rein. Zusatzbeleuchtung. So muss der, wenn dann schon auf 4 Port sehen. Wollte auch GPS gerne haben. Frontlader kann ich halt noch dran machen, zur Not. Aber wenn man mal auf den Preis guckt, gebraucht sind, die werden die ja so grob um die 60. Gar nicht. Lindner ist halt. Wäre auch noch was mit der Vierradlenkung. Aber hier, die wären auch was. 4700, 5700. Oder man geht in die ganz alte Schiene und guckt sich da ein Bild drauf um. Könnte man auch mal. Die Holland, wie gesagt, muss ich gucken. Hier sowas in der Größe T5 mäßig. Steyr ist halt ohne Watt, ne? Der CVT, der Expert, der Multi. Oder man geht hier auf weiterer G. Aber nicht in so einer Farbe, dann gehen wir ja auf matt schwarz oder sowas. Aber dann auch
ist, sag ich mal, wenn man sowas holt, vom günstigsten, auf günstigsten, ne? Muss man gucken. Auf jeden Fall stehen sie hier schön. Es kommen ja immer noch neue. Man sieht, es gehen ja wieder welche und kommen wieder welche. Hitze. Ist halt so. Mit dem Lader habe ich geschwätzt. Also den Lader hat mir mein Kumpel aus unten, also wo wir den Lader hingefahren haben. Der möchte noch 30.000 für das Ding haben. Finde ich gar nicht mal so schlecht den Preis. Unser Hoflader wird ja auch noch hochgehandelt, wenn man mal guckt, kurz in unsere Garage guckt. Der ist auch noch die 18 wert. Wenn ich die ganzen Werkzeuge noch verkaufe, ne? Alles Jod. Kleinen IAC noch weg. Da hätten wir wenigstens Lader schon mal. Frontladerwerkzeug kann ich ja. Hab ich mal mit eingehandelt in den Preis. Muss man mal gucken. Nur, dann müsste der weg und der hier. So, das soll es heute für die Folge gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da. Schreibt gerne was in die Kommentare und tschüss.